Herzlich willkommen beim täglichen Videostrategietiker des Frankfurter Börsenbriefs, heute am Freitag, den 14. November 2014. Mein Tipp des Tages gleich am Anfang, es ist der Hang Seng. Wenn Sie da noch Gelegenheit haben, heute über einen Optionsschein oder über ein Indexzertifikat sich daran zu beteiligen, dann sollten Sie das jetzt tun, denn am Montag beginnt ja die Wirkungsweise des Hongkong-Shanghai Connect-Abkommens, das heißt, ab dann dürfen chinesische Anleger an der Börse in Hongkong für einen fest definierten Betrag, wir hatten es im Frankfurter Börsenbrief ja schon jetzt zweimal beschrieben, Aktien kaufen, und diese stimulierende Nachfrage wird natürlich den Hongkonger Markt in die Höhe treiben. Wir haben dazu auch inzwischen drei Broker-Aktien auf der Empfehlungsliste. Man kann auch über die Börse selbst in diese Börse selbst investieren, in den Börsenbetreiber der Hongkong Stock Exchange. Heute kam die Nachricht über die Ticker, dass die letzte Unklarheit beseitigt ist, nämlich, dass die chinesische Regierung darauf verzichtet, Kapitalsteuern auf dieses Connect-Abkommen zu legen. Das heißt, bisher war noch unsicher, ob die Gewinne besteuert werden. Das ist nun nicht der Fall und das macht die ganze Geschichte natürlich noch attraktiver. Und wer die Chinesen kennt, weiß, dass sie ein spielfreudiges Volk sind. Man kennt das von den Tempeln in Macau, von den Spielhöllen dort. Und ich denke, dass dieses Abkommen dazu führen wird, dass das Volumen kräftig in die Höhe gehen wird und damit der Hang Seng auch weiter angetrieben wird. Das heißt, wer noch nicht dabei ist, sollte sich auf jeden Fall hier an dieser Stelle positionieren. Das mein Tipp des Tages. Ich möchte Sie aber noch auf eine andere Geschichte aufmerksam machen, nämlich dass sich jetzt im Moment in Südafrika eine Medienholding daran macht, einen weltweiten E-Commerce- und Medienkonzern zu schmieden. Heute ging die Meldung über die Presse, dass bei Nestle zusammen mit Singapore Press Holding und der norwegischen Schibsted und Telenor ein Joint Venture gebildet werden soll, was in Indonesien, was in Brasilien und in Bangladesch seine Aktivitäten aufbauen will. Und ich kann mir vorstellen, dass hier ein Netzwerk rund um den Globus entwickelt wird, was durchaus zu beobachten ist, was durchaus sehr gewinnträchtig ist. Das ist also eine Geschichte, die man beobachten muss in der Medienlandschaft, in der E-Commerce-Landschaft. Und darauf werden wir im nächsten oder in einem der nächsten Frankfurter Börsenbriefe etwas ausführlicher eingehen. Das nur schon mal als Hinweis, dass Sie das auf Ihrer Watchlist haben. Also wie gesagt, im Moment spielt die Musik in Asien. Beim Nikkei sehen wir heute auch einige Gewinne. Die werden sich in der nächsten Woche fortsetzen, wenn die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt kommen. Das heißt, wer im Moment auf Indexspekulationen setzt, der schaut entweder auf Japan oder Hongkong und vernachlässigt die europäischen oder die US-Börsen. Das sind meine Hinweise für heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. In der nächsten Woche wird Sie Walter Thissen wieder kompetent durch das Börsengeschehen begleiten. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Ihr Bernhard Klitzing.